Man sagt ja so schön, Mainz, wie es singt und lacht. Heute war es Sinken mit K. Heute zu 0, 4 zu 0. Ja. Ah, Werder wäre wieder in Ordnung, oder? Ja, erstmal schon, auf jeden Fall. Also kein Gegentor ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Das ist wichtig. Ich bin auf jeden Fall sehr erleichtert. Nach langer Zeit nicht mal wieder gewonnen. Krasses Spiel. Werder hat dominiert. Dominiert. Ich habe keine Sekunde gesehen, dass Mainz irgendeine Chance hatte. Keine Sekunde. Also wir haben ein schönes Spiel gespielt heute, ganz ehrlich. Mainz, aber Mainz hat wirklich scheiße gespielt. Aber ganz ehrlich, von Werder, die haben zusammengehalten, die haben gekämpft und 4-0. Ne? Besser geht's doch gar nicht. Wir haben ein gutes Zeichen gesetzt. Also ich fand's sehr gut. Die erste Halbzeit sind sie gut reingekommen, haben gallig gespielt, waren immer hinterher. Und ich muss sagen, also mir hat heute Romano Schmid auch sehr gut gefallen. Auch die vorm Elfmeter, die Situation, wo er sich da dreimal richtig durchbeißt. Also fantastisch. Endlich mal wieder ein bisschen Balsam für die Werder-Seele. Gerade so Heimspiele waren wir in diesem Jahr ja noch nicht so mit Glück gesegnet, muss man sagen. Und potenzielle Angstgegner ist gekommen, drei Heimspiele nicht gewonnen. Und trotzdem heute das Ding mit 4-0 nach Hause gebracht. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, war natürlich geil. Also mich freut es natürlich gefreut, dass David natürlich vorne gespielt hat, also Kornatski. Ich hätte ihn gerne von Anfang an der Saison gerne schon spielen lassen, weil ich habe auch trotz der ersten Liga bei uns gerne die zweite Liga verfolgt. Und ich war ein unheimlicher Fan von ihm. Also er hat bei Düsseldorf eine geile Saison gespielt. Wie war es für dich heute? Ach super, ich komme extra aus Holland wieder hierher. Ich bin Bremerin, immer Werder-Fan gewesen, aber super, einfach toll. Ja, er hat die richtigen Spieler auch mal gebracht heute. Also er hat sich auch mal was getraut. Ne, mit Nima und Bittencourt ziemlich spät. Und von daher, die haben es ja dann gebracht, die Jungs. Ist doch alles gut. Es war ärgerlich für Duxch letztendlich, dass er verletzt raus ist. Aber so haben die anderen jetzt endlich mal die Chance, sich auch zu beweisen. Ein super geiles Event. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich sag mal, wenn Werder so weitermacht, dann habe ich keine Angst. 4 zu 0, es geht nicht besser. Es sind einfach die geilste Mannschaft der Welt. 4-0, ja! Es war unglaublich, wirklich. Ich habe damit gerechnet, dass sie gewinnen, aber 4-0 ist krass. Ist einfach krass. Übertrieben geil, ne? Heute Mainz den Karnevalsverein 4-0 nach Hause geschickt. Tschüssikowski, Alter. Geil, 4-0! Was für ein geiles Spiel. 4-0, top, geil. Dennoch zu 0 in dieser geilen Atmosphäre. Das Spiel hat einfach nur Spaß gemacht. Man sagt ja so schön, Mainz, wie es singt und lacht. Heute war es Sinken mit K. Sehr geil. Duxchi, schade, dass sich er verletzt hat, aber wirklich super Leistung. Jinma, richtig geil. Der Junge kann Bundesliga. Ich würde sagen, Dortmund hat Fülle, aber ihr habt Jinma abgegeben, da habt ihr jemanden verloren. Wir haben einen Jinma. Mehr brauchen wir nicht. Ein Jinma macht das für uns. Ein Jinma ist der neue Star. Wir brauchen nicht mehr als ein Jinma. Merkt euch das. Er ist der Beste. Er kann alles. Er kann sogar einfach Tagger spielen. Er wäre gut. Überall. Wirklich. Ohne Spaß. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei uns in Bremen. Hast einen guten Einstand gemacht, Junge. Lass die Haare so und alles Weitere, lass die Haare wehen. Warum sind wir hier? Weil wir Werder Bremen. So, gestern ein bisschen gefrustet gewesen nach der Transferphase? Ja, muss ich sagen, schon. Also gerade Füllkrug hätte ich mir schon gehofft, dass er bleibt. Ganz ehrlich, als Bremer Jung. Letztendlich fand ich aber auch die Stimmung generell viel zu schlecht um den Verein herum. Weil ich finde, ich meine, Boré holt man auch nicht mal eben so. Zwar Last-Minute-Transfer und vielleicht eine Notlösung, aber ich finde ich trotzdem super. Gerade wenn man mal sieht, wo er herkommt, vor zwei Jahren zweite Liga, finde ich, muss man auch mal auf dem Boden bleiben. Nein, es war viel zu wenig. Die haben nur eine Laie geholt, die haben keinen Stürmer mehr gekauft, die haben Boré als Laie geholt. Und wir erwarten wirklich einen Stoßstürmer und den haben wir nicht. Wir brauchen einen Stoßstürmer, der richtig vorne Druck macht. Mit der Transferphase war ich ehrlich gesagt ein bisschen unzufrieden. 24 Feldspieler haben wir, einige noch gar keine Bundesliga-Erfahrung. Ist schon ziemlich auf Kante genäht, der Kader. Also würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir hoffen mal das Beste. Wenn sie immer so spielen wie heute, dann haben sie, glaube ich, eine reelle Chance, dann doch irgendwie das zu drehen. Was heißt viel Frust? Also eigentlich habe ich damit erwartet, dass Füllkrug geht. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin mit dem 13 Millionen plus 2, was im Raum steht, zufrieden. Raphael Boré, ja, letztes Jahr, sagt man, 32 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen nur, ist gering. Aber ich glaube, wenn wir dem selber Chancen geben, von Anfang an zu spielen, ich meine, er hat ja bei der Eintracht bewiesen, dass er Fußball spielen kann. Ich glaube, haben wir das nicht verkehrt gemacht, weil Füllkrug ist mit 30 Jahren auch verletzungsanfällig. Ich glaube, da haben wir einen guten Fang mitgemacht. Und es geht ja auch ohne Füllkrug, haben wir heute gesehen. Also, da gab es ja mehrere Gerüchte, was wir da bekommen sollten. Jovic, Amiri. Boré ist für mich Top-Spieler. Der hat Frankfurt vor einer Saison hat er in Europa League geschossen. Mal gucken, wie er einschlägt. Aber das ist keine richtige Neuner, das ist kein Ersatz für Füllkrug.
ist nicht. Aber wir haben ja den Polen. Das ist für mich, also der hat heute geackert. Gestern die Stimmung rund um Werder noch ziemlich gekippt wegen des letzten Transfertages. Auch heute noch, warum? Ich kann doch nicht über 20 Millionen Transfereinnahmen nehmen und hole dann einen Bourré und sage, das ist der geilste Transfer der Welt. Bitter gelaufen, ne? Bisschen blöd mit Fülle. Aber du, was willst du machen, ne? Für ihn die beste Entscheidung wahrscheinlich. Für uns nicht so cool. Aber wir haben ja, wie wir heute gesehen haben, einen guten Jungen mit Justin. Passt. Stolz auf Werder Bremen und wir schaffen das und wir bleiben in der ersten Liga. So, macht euch noch einen schönen Abend. Tschüss.